Ja, mein Name ist Matthias Plöger. Ich bin jetzt knapp anderthalb Jahre bei Avid. Vielleicht kennen mich einige durch Black Label Bates. Das Angeln hier an dem Gewässer hat halt für mich den Reiz, dass man hier fast alleine ist. Also ich wohne halt in einer großen Stadt, immer viel Trubel, habe auch so eigentlich immer einen sehr stressigen Alltag, obwohl ich noch Student bin, aber dadurch, dass ich halt einige Nebenjobs habe, um mir das zu finanzieren, habe ich doch schon einen sehr stressigen Alltag, und für mich ist das hier so ein Zufluchtsort, sage ich mal, um dem Alltag zu entfliehen. Man kommt hier einfach hin, man ist fast alleine hier, die wenigen Leute, die hier angeln, mit denen ist man gut befreundet und trinkt man Bierchen oder sowas. Ja, das ist einfach was anderes, als wenn man jetzt irgendwo in der Nähe von einer Großstadt an so ein Vereinsgewässer geht und dort halt irgendwie hinkommt und da sind 15 Zelte. Sowas suche ich einfach nicht. Und natürlich hat das alles seinen Reiz, ich will das auch nicht schlecht reden, aber für mich ist der Reiz das Unbekannte. Ich komme hier hin, ich weiß nicht, welche Fische hier drauf sind. Natürlich hat man ungefähr einen Überblick, aber es kommen immer wieder Fische raus, die man Ewigkeiten nicht mehr gefangen hat oder vielleicht auch noch nie gefangen hat. Und das ist für mich der absolute Reiz. Geil. Die Route lag keine halbe Stunde und dann pfiffst du auch schon ab. Richtig schöner Fisch, ich freue mich riesig. Richtig geil gefärbt, schöne Form. So liebe ich sie. Ganz simples Rig, auffälligen Schneemann drauf. Mehr brauchst du manchmal nicht. Richtig geil. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr von. Ich freue mich. Geil. Ich bin bei Black Label Baits seit, ich glaube fast jetzt schon 13 Jahren Teamangler. Ja, das ist halt mein großes Glück auch, dass wenn ich irgendwo hinkomme an irgendein neues Gewässer oder sowas, kann ich mir die Gegebenheiten erstmal angucken, gucken, ja, was fressen die Fische, sind es irgendwelche Süßwassergarnelen drin, viel Krebse oder stehen die Fische da auf Tigernüsse oder was auch immer. Und daraufhin kann ich dann halt einfach selbst quasi meine Boilies abrollen. Die dann ja sozusagen als Testphase auch gleich genutzt werden und dann eventuell sogar irgendwann auf den Markt kommen. Und da kann ich dann halt alles so für mich abstimmen, wie es passt oder wie es für mich passt. Und da habe ich halt echt großes Glück.
Das Spannende an dem Gewässer ist einfach der Bestand. Also niemand weiß genau, was für Fische hier in diesem See rumschwimmen. Und es kommen immer wieder Überraschungen raus, die halt irgendwie keiner wusste oder die Fische kannte keiner. Und ob es jetzt mal irgendwie ein Two-Tone ist oder wirklich mal einen Fully, der halt irgendwie seit 10 Jahren nicht mehr gefangen wurde, weil es halt einfach nur irgendwie 3-4 Karpfenangler höchstens hier gibt, die halt 2-3 Mal im Jahr hier angeln. Und ja, dann diese Fische dann irgendwie mal zu fangen, ist der absolute Wahnsinn. Ja Leute, hier ist der nächste Fisch. Absolut geiler Fisch. Gleiche Taktik, gleiches Rig. Bin auch noch ganz schlackerig vom Drill. Ja, mega Drill gehabt. Gucke ich in den Kescher, ist der da drin. Absolut geil. Ich freue mich. Mega. Leute, guckt euch den Fisch an. Vielleicht erkennen ihn einige wieder. Ist ein alter Bekannter. Was für ein geiler Schuppi. Diesmal mit Topgewicht über 25 Kilo. Ich fasse es nicht. Ist das ein geiler Fisch. Ich freue mich so, Mann. Geil.